Wenn ich Comics lesen will, dann muss ich mir Comics kaufen. Und wo mache ich das? Ich gehe in den Comicshop. Doch wie funktioniert das Ganze? Wie kriegen die ihre Comics? Was für Sortiment wird geführt? Das alles wird bei dieser Sendung behandelt. Folgen Sie uns auf einem Trip durch die Comicläden von Wien. Wie kommt man dazu, dass man einen Comicshop eröffnet? Wie hast du das? Also mir ist es so gegangen wie den meisten Wiener Comichändlern. Das hat sich alles herauskristallisiert aus einer Comicsammler-Szene. Wir haben einen Club gegründet in den 80er Jahren. Comicland hat das geheißen. Und aus diesem Club haben sich dann im Laufe der Jahre diverse Händler herauskristallisiert. Also genau gesagt fünf. Ja, also ich habe begonnen habe ich damit, indem ich halt in der Jugend gesammelt habe. Mhm. Wer war das in dem Club? Kannst du da ein paar Namen nennen? Das kann ich schon sagen. Das war der Hutterer, der Steiner, der Boland, ja, noch ein paar kleinere Händler, die heute auch noch aktiv sind. Und das war alles irgendwie eine Geburt aus einer Sammlerszene. Mhm. Wenn man als Hobby Comics hat. Das ist die Grundvoraussetzung. Ne? Ja. Bei mir war es zumindest so. Ja. Das war mein Hobby. Ich habe einen guten Beruf gehabt, aber ich habe dann mein Hobby quasi zum Beruf gemacht. Mhm. So ist es entstanden. Und wie lange ist das her? Das ist her, 28 Jahre. Wie das Geschäft eröffnet worden ist? Oder? Nicht das, aber das erste Geschäft. Ich würde sagen, es war mein Zugang zur Literatur, ist jetzt übertrieben gesagt, aber überhaupt, dass man halt einmal liest, sage ich jetzt einmal. Und das war Freizeitbeschäftigung als kleiner Bub. Es hat ja noch nicht so viel im Fernsehen gegeben, es hat noch keine Computerspiele gegeben, es hat noch kein Internet gegeben. Und Comics waren an und für sich die Freizeitbeschäftigung bei uns in der Jugend. Ja. Das war früher Comic Steiner, ist geführt worden von der Frau Steiner, die in der österreichischen Comic-Szene Urgestein war. Und ich habe da schon über 20 Jahre gearbeitet. Und wie sich die Frau Steiner zurückgezogen hat, war das dann eigentlich eine logische Folge, dass ich das Geschäft übernehme. Das war ein Zusammenspiel von meinem Kollegen, der schon lange in der Branche tätig war und immer davon geträumt hat, sich selbstständig zu machen. Und ich habe ein bisschen Gespartes auf der Seite gehabt und wir haben uns zusammengetan und haben das gegründet. Und mittlerweile läuft der Laden so gut, dass wir also beide Vollzeit nur mehr uns damit beschäftigen. Ich habe das früher so ein bisschen nebenbei gemacht und bin jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr auch Vollzeit damit beschäftigt, den Laden zu schupfen. Das war in den frühen 90er Jahren, wie wir da angefangen haben, 92 glaube ich, haben wir aufgesperrt unseren ersten Laden. Da war ich gerade relativ viel in London und da ist gerade dieser erste riesige Comic-Hype losgegangen mit halt so älteres Publikum orientierten Comics. Das ist dort eingeschlagen in der Popkultur wie eine Bombe. Also das waren so diese Frank Miller, Alan Moore-Geschichten, so Watchmen. Ja, das geht an die Kindheit schon zurück. Also von Anfang an immer Comics gern gehabt, gern gelesen, geschaut, wo kriegt man es her. Nachdem die Deutschen dann eingestellt worden sind, 1985, was Superhelden betroffen hat, amerikanische importiert. Und dann haben wir gedacht, na, das werden andere auch haben wollen. Ne? Und somit. Aber da braucht man wahrscheinlich viel Geld, ne? Um das Ganze zu kaufen. Also das. Ja. Gut, das ist dann, wenn man sowas übernimmt, spart man halt schon länger darauf und dann wie man das halt so zusammenfinanziert, irgendwie lasse ich das dann schon machen. Also ein Lebenstraum, ne, das Geschäft? Ein Lebenstraum, ja, schon, richtig. Ja.